Gehen wir doch mal kurz in die Stadt, mal sehen, ob es hier irgendwas gibt jetzt für uns. Ein neuer Eintrag wurde in den Annalen des Feuervogels freigeschaltet. Öffne das Buch im Kristarium oder wähle Archiv auf dem Titelbildschirm, um ihn anzusehen. Wie idyllisch das plötzlich ist. Na, alles fit? Oh, redest du mit mir? Heute muss dein Glückstag sein. Du glaubst nicht an Glück? Gut, nenn es Zufall, einen günstigen Umstand, den Segen des Kristalls. Wie du es auch nennst, als Abenteurer kann man nicht ohne. Ich bin meines Zeichens nämlich selbst nicht nur Militärattaché Rubrums, sondern auch Abenteurer. Schatzjäger, um genau zu sein. Ich bereise unerforschte Gebiete auf der Suche nach Kostbarkeiten, die ich dann in Bares verwandeln kann. Du bist von der Akademie, oder? Bist du an ein paar Informationen interessiert? Gegen Bezahlung, versteht sich. Okay, weißt du was? Ich feiere heute ein ganz besonderes Ereignis. Ich sag dir natürlich nicht welches. Aber ich bin so gut gelaunt, dass ich dir die Informationen, die du haben willst, umsonst überlasse. Wie edel. Du hast einen schlauen Kopf auf deinen Schultern. Nur Wissen kann dich auf die Welt da draußen vorbereiten. Ich kenne leider nur ein paar Gerüchte, aber in jedem Gerücht steckt auch ein bisschen Wahrheit. Die folgenden Gerüchte könnten einen Hinweis auf Regionen geben, die einen Besuch wert sind. Oh, das sind ja ein paar. So die Corsi-Grotte, das ist wahrscheinlich gleich nebenan, das wäre wahrscheinlich erstmal das Interessanteste. Die Corsi-Grotte ist ein Nest für Königsquale. Irgendwo ganz tief im Inneren soll man ihren Rudelführer finden. Dieser besitzt eine besonders starke Attacke, die einen Menschen mit einem Schlag töten kann. Oh, sympathisch. Mehr willst du nicht wissen? Nur keine falsche Bescheidenheit. Ja, wenn wir wollen, können wir ja jederzeit nochmal zu ihm zurückkehren. Ich überprüfe den durch den Krieg in den einzelnen Städten entstandenen Schaden. Es ist schlimmer, als wir vermutet haben. Ja, leider sehen Städte meistens aus wie Sau nach dem Krieg. Das ist eben so. Ich wollte im Krieg zeigen, was ich drauf habe, aber ich bin eben doch einfach nur Durchschnitt. Da ist nichts Schlimmes dran. Was glänzt denn hier auf dem Boden? Kayaharas Stein erhalten. Was ist das denn? Lass mal kurz schauen. Ich schätze mal mit dem Inventar irgendwo, oder? Ah, hier. Kayaharas Stein. Einsehen. Ein in der Stadt Corsi gefundener Lassie-Stein. Okay. Was machen wir mit denen, ist die Frage. Wir werden es bestimmt mal herausfinden. Unsere Stadt hat nicht viel zu gebieten, aber du findest hier sicher ein wenig Erholung. Auf diesem kurzen Stück hier? Nein. Du bist aus der Klasse 0, oder? Dann solltest du einen Blick auf mein Angebot werfen. Nur wenigen Kaufleuten in Orients ist es erlaubt, mit Anime zu handeln. Wir werden oft als die Schwarzhändler bezeichnet, aber ich sehe uns einfach nur ein notwendiges Übel. Okay, bei ihm könnten wir jetzt theoretisch Anime kaufen. Feuer, Eis, Blitzmagie. Da wir noch nicht wissen, was wir mit denen machen können, lasse ich das mal sein. Wir werden das bestimmt noch irgendwann erfahren, aber vorerst wissen wir es ja noch nicht so wirklich. Was hast du denn hier Schönes? Hey, kauf mir etwas ab! Alles hergestellt in liebevoller Eigenproduktion der Bürger Corsis. Hä? Spionin aus Leidenschaft? Was? Teil einer 23-teiligen Heftromanserie, der sich trotz seines zweifelhaften literarischen Wertes größte Beliebtheit erfreut. Okay. Rosenstrauß, sag es mit Blumen. Ein duftender Strauß blauer Blumen. Ein Triangel-Bikini, wunderschön. Ein aufreizender Bikini im zartem Pink, der an den Strand für Aufruhr sorgen würde. Das ist doch bestimmt schön, wenn man sowas seiner Freundin schenkt, oder? Oder jemanden, den man zur Freundin machen möchte. Und ein Rubin-Collier, eine edle Halskette, die das Dekolleté dezent betont. Wofür auch immer wir solche Sachen brauchen, keine Ahnung. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Ziehen wir doch erstmal wieder zurück in Richtung Akademie. Und schauen bei der Gelegenheit nochmal in die anderen Städte mit rein. Mich würde aber noch interessieren, wo ist diese Grotte eigentlich? Die muss doch hier in der Nähe sein, wa? Nein! Ich will nicht nochmal rein. Ich war doch gerade erst. Ist sie vielleicht hier so um die Ecke dann? Das müssen wir jetzt mal ergründen gehen. Oh, Zufallskampf. Wunderschön. Es gibt doch Zufallskämpfe. Hinterhalt. Okay. Ich scheine irgendwas erwischt zu haben. Irgendwie. So, was haben wir denn da? Aquapudding, okay. Haben wir denn zufälligerweise jemanden mit einer Blitzattacke? Nein, haben wir nicht. Aber macht nichts, wir können auch einfach mal so drauf gehen.
Wen habe ich denn hier jetzt eigentlich gerade? Trey. Okay. Irgendwie treffe ich den aber gar nicht, den Gegner, oder? Jetzt. Wieso treffe ich den denn nicht, wenn ich den anvisiere? Das ist total merkwürdig. Sammeln wir mal alles ein, was wir kriegen können. Eine blaue Anima, eine weiße und eine Eisscherbe. Schön. Haben wir unseren ersten Zufallskampf bestritten? Ich habe mich schon gefragt, wie genau das aussieht mit den Zufallskämpfen, weil wir ja keine rundenbasierten Kämpfe wie in den anderen Final Fantasy Teilen haben. Aber gut, okay. Geht schon. Ich würde eigentlich gerne mal selbst bestimmen, wie ich kämpfe hier, aber... Wow! Der hat's zerlegt. Der hat eine gute Frequenz, der Kerl, muss ich mal so feststellen. Und hat's auf mich abgesehen jetzt hier, der Bomber. So, mal alle Anime her. Wunderbar. Ich finde Deuce ja extrem komisch, muss ich sagen, mit ihrer Flöte. Kampfserie. Nachdem alle Gegner besiegt wurden, verstecken sich gelegentlich weitere Feinde in der Umgebung. Du kannst dich entscheiden, ob du weiterkämpfen oder ob du dich zurückziehen willst. Vorsicht, die Gegner werden mit jedem Kampf stärker. Hier scheinen noch mehr Gegner zu lauern, dann schauen wir doch auch mal kurz. Ah. Gut, also mit Trey kann man, glaube ich, ganz gut kämpfen. Der hat doch eine nette Stärke, eine nette Angriffsstärke. Und dazu noch ein Fernangriff. Also, super Combo, muss ich sagen. Der gefällt mir ganz gut. Hat auch nicht wenig TP. Kämpfen wir nochmal weiter. Das einzig Merkwürdige ist, dass ich, wenn ich mit ihm anvisiere, meine Gegner nicht treffe. Aber vielleicht weichen sie auch einfach aus, so wie der hier. Kann natürlich auch sein. Mensch, hagelt es ja gerade Level-Ups, ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, Trey werde ich wohl noch öfter spielen, der gefällt mir wirklich gut. Da habe ich auch gerade überhaupt nicht das Bedürfnis, den Charakter zu wechseln. Ah, ich treffe doch, okay. Das war wahrscheinlich bloß zufällig. Nee, ich wollte eigentlich gar nicht den Charakter wechseln. Ich wollte den Gegner wechseln, den ich anvisiere. So, jetzt aber. Könnte sich die Flötentante mal um den hässlichen Wurm da unten kümmern? Ich bin gerade mit dem Bomber beschäftigt. Dankeschön, wer auch immer mich geheilt hat, ich danke vielmals. Ih, 100 Füße. So, haben wir es doch noch geschafft. Ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch, dann ist gut mit den Kämpfen hier. So, nur so ein bisschen, um mal doch ein wenig zu leveln. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Ach du Scheiße! Oh, die waren jetzt doch etwas zu stark gerade. Meine Güte, was war denn jetzt los? Da haben sie aber den... da haben sie gerade aber ganz schön angezogen, muss ich mal so feststellen. Lass mal Size reinholen. Kann ich denn fliehen? Wie ging denn das? Irgendwie kann man doch bestimmt fliehen, oder? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe mit der Kamera. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Zurücksetzen. Hallo, Leute? Wie komme ich aus diesem Kameramodus wieder? Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt sehr bizarr. Ich komme nicht mehr raus. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier drin gelandet bin. Das ist... Okay. Möchte mir jemand erklären, was hier eigentlich gerade geschieht? Vielleicht kann ich hier nochmal kurz irgendwie herausfinden, wie ich hier wieder rauskomme.
Nö. So, ich probiere einfach mal gerade alles durch. Ah, okay, so bin ich da drin gelandet. Beide Schultertasten zusammendrücken. So, dann muss ich jetzt aber mal ganz kurz schauen. Steuerung, wie kann ich denn fliehen? Irgendwie muss ich doch fliehen können, oder? Das wäre wahrscheinlich jetzt gerade nicht das Schlechteste. Ich weiß noch nicht wie. Nein, nein, ich will nichts ändern hier. Schnelltasten? Ist das hier vielleicht mit dabei irgendwo? Nee. Hm. Vielleicht kann ich auch einfach abhauen. Ich weiß es nicht. Funktioniert nicht. Okay. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt so viele... Ja, lass mal Reservemitglieder einwechseln. Ich will zumindest wieder drei Leute dabei haben. Nehmen wir mal hier Jack noch mit. Vielleicht noch Queen. Okay, den habe ich gar nicht erwischt. Der hat es aber auch eilig, gerade wegzukommen hier. Was zur Hölle? Was ist denn das? Was sind das für Gegner? Alter! Ja komm, lass die nächsten einwechseln. Fuck! Gut, das war auch der langsame Kerl, ne? Wie klatschen wir die Leute weg? Das ist ja Wahnsinn. Ich muss doch irgendwie fliehen können. Wie geht denn das? Wie kann ich denn hier abhauen? Ja, es sind One-Hit-Kills. Ich kann überhaupt nichts machen. Helft mir mal, Leute. Dieses Spiel sollte mir mal irgendwie helfen. Das wäre cool. Tja, die Eisbombe bringt es irgendwie auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Und ich ziehe ihm so gut wie nichts ab, dem Teufelsauge. Das wäre auch geil. Vielleicht ist aber ein Kernangriffstyp gar nicht so schlecht an der Stelle. Dauert zwar ewig, aber theoretischerweise könnte ich mit Ace diesen Kampf doch noch irgendwie gewinnen. Lass mir den Charakter weg, den Gegner wechseln. Ich muss halt nur extrem schnell abhauen immer. Und einfach aus der Ferne angreifen. Funktioniert bislang ganz gut, erstaunlicherweise. Es dauert halt nur extrem lang. Kann sich nur um Stunden handeln. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen lahm ist. Aber muss er sein. Da muss ich echt nochmal... Oh, fuck. Muss ich echt nochmal schauen, wie man den Charakter wechseln kann. Quatsch, wie man den Charakter wechseln kann, sondern... wie man flüchten kann. Das wäre ja ganz gut zu wissen dann. Scheiße, jetzt muss ich wieder in den Nahkampf. Ja, meine... Wobei, mit Blitz vielleicht? Wenn ich hier mal anblitze? Das zieht aber nicht viel ab, ne? Ja, ein bisschen zumindest. Aber so werde ich nie fertig. Ganz abgesehen davon, dass meine MP ja auch irgendwann aufgebraucht sind. Na, das ist ja großartig. Wow, ich blick nicht mehr durch. Nee, 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 lass mich mal stehen, bitte. Scheiße. Wie habe ich mich denn in diese Lage gebracht? Ist ja unglaublich. So, es wird ganz langsam. Aber wirklich ganz langsam. Shit, und da waren die MP alle. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss es in den Nahkampf gehen. Na klasse. Nur nicht übermütig werden. So viel dazu. Tja, das könnte jetzt kompliziert werden.
Zumal ich ja jetzt auch noch mit Leuten kämpfe, mit denen ich vorher noch nie gekämpft habe. Oh Gott. Ah, Machina haut ganz gut rein. Könnte sogar noch was werden. Schnell weg. Nein! Ah, Mist. Dieser Fernangriff. Ihr Schweine. Okay. Ah, ja, ich wollte gerade sagen, nimm ihn doch bitte mal ins Visier. Okay, erst wieder ein Fernangriffstyp, das ist gut. Oh ja. Jawoll! Gib her das Ganze. Oh Gott! Ja! Mit dem letzten. Wahnsinn. Ich glaube, damit ist dann auch gut. Das war auch der letzte Kampf. Okay, es gibt also eine festgelegte Anzahl an Kämpfen. Wie wir sehen. Oh shit, und King ist wirklich der allerletzte aus der Gruppe, der noch übrig ist. Und wenn wir beim letzten Kampf angekommen sind, wird's extrem hart. Ich glaube, wir machen mal diese Repatriierung, denn damit können wir direkt zur Akademie zurückkehren. Wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste momentan. Petromans 842 RG. The deployment of the Agito cadets initiated drastic progress toward the recovery of Rubrum's occupied territory. Following the cadets' brilliant success, the Consortium of Eight approved Operation Retaliate, a bold gambit to recover most of their lost territory. The cadets were informed of the ruling immediately. The 25th Infantry is gradually being driven back. Dominion military activity is on the rise, and Concordia appears to be in league with them. The Queen of Concordia is a cautious woman. She won't fully commit to a war. She sent reinforcements, but she's keeping them far from the front lines. You'll receive your orders later. Dismissed. Sir! I'll be requiring your services shortly. Very well. Is it your intention to use him? That is not your concern. Status report. Yes, sir. Engine 9 is operating within normal parameters. All we need to do is locate the target. Then a focused disruption should bring it under our control. Speed up the search. Do whatever it takes. Sir. The gears are turning. Faster than I had imagined. I must finish this before the thunder sounds. Lord Shuyu, but will that protect us? I mean, will that lead to the safety of the Dominion? I am Lassie. Nothing more, nothing less. Forgive my asking. Lord Shuyu is a Lassie. I trust his judgment. Then the Dominion army will proceed according to plan, if it pleases you. Do as you wish. There are no guarantees that I can make to you. Should the worst happen, order a retreat. Should the worst happen? Let us trust in the crystal's guidance. How exactly are you going to make up for this? Meaning what? Your unauthorized use of military personnel. This is a serious matter. A man is dead. I don't see the problem. One soldier died. That's all. And the children did a splendid job retaking the capital.
Or is it too hard for you to calculate gains against losses? Even so, there were other more qualified scouts and intelligence officers in the military for that task. Why did it have to be him? Why did it have to be Izana Kunagiri? Because that's the one he wanted. What? I don't know how the two of them met, but Ace made it clear that's who he wanted. That's your only reason? You let one of my soldiers die because one of your brats said he wanted him to come? That's right. I needn't remind you that the Chancellor has the final say on all military matters. Surely you wouldn't oppose his decision. I asked for him? He died because of me? Izana Kunagiri. Ace, are you okay? You don't look so good. Makina Kunagiri? Yeah, that's me. Seriously, are you okay? I'm sorry. You're acting weird.